Und hallo und WB und willkommen zurück. Leute, Mann, was für ein Glück. Ich habe auf Level 23 trainiert und jetzt sagt ihr mal, was hier abgeht. Ich habe Dragon Rage erlernt und jetzt geht's ab, Mann. Jetzt geht's ab. Das wird ultra geil. Ich schwöre euch, jetzt kann es nichts mehr aufhalten. Mit Dragon Rage immer 40. Psycho Level 22, hätte keinen Bock weiter zu trainieren, weil wenn er irgendwann sowieso rausfliegt, von daher. So, und heute wollen wir diesen Tunnel schaffen. Ich hoffe, wir haben 20.08 Uhr, das heißt 20.28 Uhr möchte ich eigentlich durch sein. Weil ich weiß nicht, was heute im Fernsehen kommt. Und ich bin interessiert, Fernsehen zu gucken. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich, ich bin interessiert, Fernsehen zu gucken. Und das Training, Leute, das Fernsehen war... ein Moment, Leute. Also, wenn ich jetzt... was möchte ich jetzt... Da wollte ich doch tatsächlich meinen Fernseher, ne? Standby-Modus schalten. Wie soll ich ordentlich Fernsehen gucken und zocken, während ich zocke? Wie soll ich ordentlich Fernsehen gucken, wenn ich fernsehe? Egal. Jedenfalls, ich bin ein bisschen erkältet, das heißt, nicht so geil. Und jetzt geht auch noch mein Headset leer. Aber, ja, ich habe ein Funk-Headset. Aber ich sehe dem Ganzen positiv entgegen. Ich gehe jetzt erstmal diesem Typen auf den Sack. Selbst wenn mein Headset jetzt leer geht, macht das... Ach du meine Güte, also jetzt bin ich verstanden. Jetzt kommt erstmal ein Filmmodel, ey. Ich hoffe, yo, geil, One-Hit. So möchte ich das sehen. So möchte ich das sehen. Ich kann mir vorstellen, wie anstrengend das ist, wenn man pro Kampf vielleicht so 20 Erfahrungen bekommt und man 400 braucht. Ja, dafür müssen jetzt unsere IV-Werte ordentlich noch umgelevelt sein. Otata. Oh mein Gott. Diese Pokémon sind solche Ungeburten. Da glaubt man manchmal gar nicht, was man im Fernsehen sieht. Hey, hier, das haben sie aber gar... Oh, you're just a kid. Haben sie aber ganz schön abgekürzt. Und das Schöne ist, ich muss jetzt hier kein Pokémon erwarten. Ich wollte einen Polybug mal. Venom Shot. Boom. Ja, ist zwar nicht sehr effektiv, aber trotzdem gewonnen hätte. So sehe ich das gerne. Cataryx? Das nenne ich mal einen Riesenwurm. Meine Freunde, ey, das ist ein Wurm, der... Der ist verstörend. Onix kann sich höchstens zu Stalos weiterentwickeln, aber hier nicht. Das heißt, dass Onix hat am Ende so ein richtig, so ein Butterfree-Gesicht. Und Psydude. Oh mein Gott, ich will Psydude. Guck ich den Psydude an. Ist er nicht niedlich? Ich finde ja. Psycho tut einen guten Job, auch wenn Psycho sonst nutzlos ist. Jetzt gehe ich mit dem Notstein krallen. That's how we do it. Und ein Big Mushroom. I like Big Mushrooms. I like Big Man. Ja, trotz meiner Erkältung versuche ich euch natürlich die bestmöglichsten Ergebnisse zu liefern. Weil ich kann jetzt, ich bin ja gerade erst wiedergekommen, kann ich schon wieder in Erkältungspause gehen. Ach du scheiße Geobatz. Ja, fast wie Geobatz. Wenn man am Ende einen Golbat mit einem Geofrisur-Gesicht hat. Wieso ist mein Fernseher jetzt ausgegangen? Ach so ist er nicht. Unten feiern die wieder Party. Ich wohne ja bei einer Kneipe, ne? Und das ist das letzte Mal jetzt, dass die Bauparty feiern dürfen und mir den Punkt bei Jungen. Oh, was? Sand Fairy? What the quack, Sire? Wenn ich einen Sand Shrew finden würde, das würde ich glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Sand Fairy hat auch was. Wenn es hier tatsächlich den Fee-Typ gibt. Dann brauche ich natürlich einen Fehltyp-Pokémon, weil dann ist der Drachentrainer sowieso Arschleck, ne? Weil dann laufe ich da einfach durch. So. Ach, jetzt läuft gerade das Mediamarkt-Dingens mit diesen Hasen. Da konnte man sich ja dieses, wie heißt, wenn man was gekauft hat und dann muss man auf die Endziffer gucken und wenn der Hase gewinnt,
Daddy Endziffer hat man die Hälfte des Einkaufs geschenkt. Ich meine, das war letztes Jahr der gesamte Einkauf gewesen. Aber hey, ne, man kann ja nicht alles haben. Oh, Doppelkick. Aua. Ich müsste eigentlich vierfach resistent sein, oder? Ne, es ist nicht mal nicht sehr effektiv. Also Smetbo ist vierfach resistent. Wieso bin ich nicht vierfach resistent? Frech. Und dass mein Headset die ganze Zeit piept, weil es ausgeht. Genau. Oh mein Gott, Beschwörung. Sowas. Manche Sachen sind einfach so verstörend, wie möchtest du das sehen? Und Shadow hat sich den nächsten Namen gesichert. Das ist das nächste Pokémon, was ich tatsächlich fange, nämlich Shadow. Danach nehme ich wieder einen von den drei Namen, die ich noch übrig habe. Wie gesagt, wer seinen Namen haben möchte, kann ihn gerne reinschreiben. Am Ende kommen sowieso voll die merkwürdigen Sachen raus. Sandbad. Ja gut. Ich glaube, ich habe alles... Warte, kann man da hinten raus? Zu fairy, Alter. Ist mir zu fairy. Gefährlich. Hä? What the fuck? Das ist neu. Hallo. You must tire from climbing. How about stopping up supplies? Ja, wow. Ey, geil. Fresh Water für 200. Ey, Alter. 50 HP. Was war hier das Beste nochmal? Das war Fresh Water, ne? Mit 50 HP für 200 kriege ich ja kein Super Potion. Hier, Super Potion. Die geben mir Fresh Water und Super Potion. Super Potion 10-mal zu teuer. Und Repel. Geil. Also Repel kaufe ich mal. 4. Und. Ach, voll schöne Musik. Voll die schöne Musik. Ich kann nicht singen noch, das macht mir nichts, denn diese Musik ist cool. Und jetzt fange ich an zu rappen und die Musik ist zu Ende. Okay, was gibt's hier? Nichts. Und du? Something will very come out and play with the sun goes down. Das ist ein TM. Wie komme ich an dieses TM? Wie komme ich aus dieser Höhle da raus? What? What? Jo Mann, ich sag nur what geht ab. Wie viel Uhr ist es? 5.36 Uhr. Ja, der meint ja, sometimes Clefairy comes out and plays. Das heißt, wir warten jetzt, dann schaffen wir wahrscheinlich doch nicht mehr unser, wie soll ich sagen, unser Ende. Aber ich erwarte jetzt, dass hier ein Event stattfindet und ich möchte dieses TM. Aber ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Habe ich das schon verpasst? Ich bin noch in jedes Loch reingegangen. Wie viel Uhr? Es ist 6.43 Uhr. Komm, gib mir jetzt ein Event. Clefairy, Clefairy, Clefairy. Komm schon, Sun goes down, the sun goes up. Düdel, düdel, die. Bum 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 bum. Jo, wir haben 7 Uhr 26 PM. Ich warte hier auf Clefairy Man. Und ich sitze hier rum und weiß nicht wieso. Und dann gehe ich irgendwo in dir diesen Busch aufs Klo. Go, go, go. Take the point. Und da geht's wieder von vorne los. Und ich sage, man, das ist super und so groß. Und ich weiß, ich kann nur Zweck reimen, reimen, reimen. 12, 7, 24. Ich laufe gerne herum. Und ich weiß, ich habe einen Hut auf und ich fühle mich dumm. Okay, die Sun goes down. 8.31 Uhr. Wann geht hier die Sun down, ey? Und jetzt ist meine Musik weg. Miese Brise! Miese Brise, das heißt keine Raps mehr. Und ich weiß nicht mehr, wie laut ich reden muss, damit ich die Tondingens über... Oh, jetzt geht die Sun down. Sun go down, the sun go down. Wo ist mein Shit am Brennen? Komm schon, wo ist Clefairy? Geh mal rein. Geh mal raus. Sun goes down.
gedacht, ob die sowas programmiert haben, davon mal abgesehen. Das sollte einfach nur dem Anime zeigen, bestimmt. Oder taucht er plötzlich? 9.36 Uhr, wann geht denn bitte hier die Sun down? Oder ist es schon Nacht? Und ich hab's einfach nicht gecheckt. Ja, wahrscheinlich. Nochmal aus. Nur um sicher zu gehen, dass hier niemand ist. Um 10.01 Uhr. Also 10.01 Uhr ist die Sonne bestimmt schon down. Oh Mann, da stand ja auch nur sometimes. Dann nicht. Ich wollte sowieso nicht irgendwie Band machen. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Rotz. Dr. Brodka hat noch keine Lust, irgendwas zu machen. Das, was ich Lust habe, ich habe ein paar Letzte. Zu gut. Oh, was ist das? Eating Rocket Shaw Fine Fossils. One Pokémon from them will earn us huge riches. Okay, die sah gar nicht aus wie Team Rocket. Ektata. Der ist auf jeden Fall ein Ektata. Kriegt erstmal ein Grimmido ins Gesicht. Das Ektata hält einiges aus, muss man dazu sagen. Da kriege ich ja direkt ein bisschen Panik. Bin ich auch noch paralysiert. Haben natürlich kein Paraheiler, aber es macht nichts. Unseren Schutz hebe ich mir auf, weil ein Schutz ist jetzt wahrscheinlich irgendwas. Kann der auch mal irgendwie einen Gedanken zu Ende denken? Nee, habe ich nicht nötig. Doppelkick. Lass dir was einfallen, was mich juckt. Der Doppelkick ist es nämlich nicht. Oh. Dich scheint aber mein Ding jetzt auch nicht so wirklich zu jucken. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Bam, bam. Und noch einmal bam. Und ich sag nur bam, bam, bam. Und ich sag nur bam, bam, bam. Ich habe gar keinen... Hieß mir Ladegerät. Musst du das wirklich jetzt während der Folge machen? Ja, sonst höre ich nichts. Ja, aber hättest du auch warten können, bis die Folge vorbei ist. Ja, hätte ich. Hab ich aber nicht. Weil ich höre eigentlich lieber, anstatt nichts zu hören. So, und hier ist der Fossil Maniac, vor dem habe ich immer Angst gehabt. Weil wir kennen das ja von anderen Episoden. Das heißt, ich setze jetzt Dr. Brödke ein, lass den die Pokémon alle one-hitten. Und bam. Welches Fossil ich nehme. Was ist das? Kopfmeer. Geil. Kopfmeer. Richtig gut. Das hatte mehr als 40 HP? Nö. Schade, Kopfmeer. Und Oddorb. Ach du meine Güte. Decisions are made, ey. Und Zuffing. Finde ich cool. Passt auch irgendwie ein bisschen, finde ich. Okay, er shared. Okay, was gibt's hier? Domfossil oder Helixfossil? Was sieht denn cooler aus, wenn man das fusioniert? Die sind beide derselbe Typ, Wassergestein. Ne? Ich glaube, Domfossil sieht geiler aus. Okay, gibst du mir noch eins? Jetzt muss ich den ganzen Weg. Ja, ich laufe den ganzen Weg zurück. Und in der nächsten Folge. Ne, die schneide ich jetzt hier noch dran. Muss auf erst der G. C. Ich habe da erst der GC gedrückt. Ach. Ja, das Domfossil geben wir mal ab. Aber. Okay, wir sollen um 7 wiederkommen. Wir sehen uns um 7. Jetzt dürfte es gleich 7 sein. Noch 10 Minuten. Also hier dürfte es nicht 10 Minuten sein. Noch 2 Minuten. Jetzt kann ich wieder reden. Kabuto, like so. Hier, Kabuto, danke. Na klar. Kabuto heißt Shadow.
Zack, gucken wir uns mal unseren Shadow an. Der wird sowieso nicht lange. Ach du Scheiße, Level 1. So. Rock Water. Attacke, ja. Wird Zeit, so bald wie möglich mit ihm zu fusionieren. Und ja. Dann geht's in der nächsten Folge da weiter, wo wir waren am Ausgang von der Höhle. Wir sehen uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Bleibt trocken hinter den Ohren und sauber hinter den Ohren. Und trocken. Und miau. Und ich habe keine Ahnung, was ich da schon wieder für eine Scheiße laber. Gute Nacht.